Kaspar, Jackson ist schneller als du. Wir müssen ihn vorbeilassen. Hast du gehört, Kaspar? Lass Jackson bitte vorbei. Ich verstehe nicht ganz. Du kannst den Platz zurückhaben, wenn er nicht weiter nach vorn kommt. Ist der schneller? Ja, er ist hinter dir, Kaspar. Bitte bestätige, dass du ihn durchlässt. Er ist nicht nah genug. Komm schon, Kaspar. Kaspar, sei jetzt nicht so. Er ist nicht schneller. Die Anweisung kommt vom Team. Verstanden, Kaspar? Er ist nicht schneller. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,6 Sekunden. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Da fragt man sich schon, was bei Aston Martin hinter den Kulissen vor sich geht. Die Rivalität zwischen diesen beiden Fahrern will nämlich einfach nicht enden. Ja, wie viele Punkte da wohl noch verschenkt werden? Ich glaube, Aston Martin hat ein Problem, das unbedingt gelöst werden muss. Ich weiß nicht wie, aber sie müssen etwas unternehmen. Vor allem, wenn man bedenkt, was letztes Jahr in Mexiko passiert ist, als die beiden sich gegenseitig aus dem Rennen gekegelt haben. Wie lange noch, bis sich das wiederholt? Ja, Stefan, es gibt da eindeutig ein Problem. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Was war das? Hey! Lass mich. Nein! Du wirst mir das jetzt erklären! Hau ab! Warum zum Teufel bist du so? Du denkst, ich bin das Problem? Du lässt mich nicht vorbei! Du sprichst nicht mal mit mir! Du willst Respekt, dann zeig Respekt! So läuft das! Und das sagst ausgerechnet du? Du musst ihn dir erst verdienen! Und was soll ich dafür tun? Sag's doch einfach! Mir da draußen Platz verschaffen! Was ist dein Problem? Ich versuche zu gewinnen. Oh, und das macht dich besser? Du bist ein Albtraum. Schon okay. Naja, lange musst du es mit mir nicht mehr aushalten. Was soll das schon wieder heißen? Ich hab die Schnauze voll von diesem Mist. Ich hör auf. Du, was? Ich werde zurücktreten. Was? Was? Kaspar! Kaspar!